Hi. Hallo, hier ist die. Ja, es ist ja Weihnachten bald und ein bisschen Weihnachtsstimmung kann nicht schaden. So, vielleicht hilft das ja. So leicht kommt er mir nicht davon. So leicht nicht. Ja, hallo, ich melde mich wegen Ihrer eBay-Kleinanzeige der DVDs. Ach so, okay. Erzähl. Na, ich würde die gern alle kaufen. Wo bist du her? Ich komme aus Dresden. Ah, und wie stellt sich das zahlungstechnisch vor? Na, ich würde die abholen kommen, auf jeden Fall. Also bitte entschuldigen Sie, ich bin sehr aus dem Business raus. Das ist mein allererster Anruf seit einem Jahr locker. Aber wissen Sie, das Volk, das will ich wenigstens zum Jahresende mal nie so hängen lassen. Sie klingen wie der nette Herr von nebenan, das mag ich. Naja, das ist ja schön. So soll es ja auch sein. Also, ich könnte mir keine bessere Person vorstellen, von der ich lächelnd diese Schmuddelfilme erwerbe. Also. Ja, erzähl, wie wollen wir es machen? Ich komme einfach rum und kaufe die. Okay. Aber das Allerwichtigste ist, haben Sie denn auch wirklich persönlich auf diese Machwerke gewichst? Nein, habe ich nicht. Oh! Könnte man das noch ändern? Weil das ist eigentlich das einzige Interesse, was ich habe. Weil die Gewissheit, zu denselben Szenen zu kommen wie der Herr, der sie mir verkauft hat, das ist eigentlich der Reiz für mich. Naja, überleg's dir, wie gesagt. Sagst mir Bescheid. Na, vielleicht könnte man kurz vor Ort irgendwas arrangieren? Nee, das wird nichts, mein Junge. Schlafen Sie bitte drüber, ich würde morgen nochmal anrufen. Naja, gut, kannst du ja machen. Ich bin bereit, Summen zu zahlen. Ich bin halt wirklich sehr, 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 sehr krank und Sie sind halt wirklich einer von ganz wenigen Leuten, in denen ich Hoffnung sehe für meine schlaffe Nudel. Naja, dann melde ich morgen nochmal. Alles klar, ich bin jetzt hier unterwegs, gell? Gut, Fick. Ciao, ciao. Tschüssi. Naja, man darf nicht aufgeben. Niemals aufgeben. Junge. Herr Klaus, ich grüße Sie. Ich melde mich wegen Ihrer eBay. Sorry. Einen wunderschönen guten Abend. Ich melde mich wegen Ihrer eBay-Kleinanzeige, dem Bild. Bitte? Bitte? Ich melde mich wegen Ihrer eBay-Kleinanzeige, dem erotischen Bild. Ja. Ist das gute Stück noch zu haben? Das ist noch zu haben, ja. Ich vernahm die Stimme einer Dame aus dem Hintergrund. Entspricht das der Wahrheit? Der Fernseher ist an. Wie haben Sie mich genannt? Ich habe Sie gar nicht genannt. Ist das gute Stück jedenfalls noch zu haben? Das gute Stück ist noch zu haben, das ist richtig. Ausgezeichnet. Diesbezüglich hätte ich natürlich eine Frage. Das Bild ist ja erotisch, oder? Ja, so kann man das sehen. Es ist ein schöner Rücken drauf zu erkennen mit einer Perlenkette. Achso, so kann man das sehen. Es wäre schon sehr wichtig. Finden Sie es denn persönlich geil? Ich finde das Bild toll. Also ich muss Ihrer Frau zustimmen, die hat mich entlarvt. Ja, macht ja nichts.
Sie sind ein guter Verkäufer. Ja. Jeder hat so seine Vorlieben. Also, warum sollen wir die nicht befriedigen? Ich mag sie sehr. Nee, also grundsätzlich stelle ich die Frage ja nicht ohne Grund. Also ich möchte in erster Linie das Bild erwerben, aber für mich persönlich ist es ganz wichtig, wenn ich mir das an die Wand hänge, will ich mir auch zu 100% sicher sein, dass der Vorbesitzer, naja, wie soll ich das jetzt ausdrücken, kam aufgrund des Bildes. Also ich habe das gleiche Bild nochmal, aber in einer anderen Ausführung. Und das hängt auch noch. Und das, was ich hier jetzt reingestellt habe zum Verkaufen, das ist hier auf einer Alu-Dibond-Platte. Also kann ich davon ausgehen, dass Sie regelmäßig dieses Bild beäugten, während Sie Ihre Hand da hatten, wo die Sonne niemals scheint? Das kann man sehen, wie man es möchte. Sagen Sie einfach ja und Sie haben das Bild verkauft. Ja, also ich sehe das so. Wie kommen Sie denn eigentlich an meine Nummer, wenn ich mal fragen darf? Ja, die steht doch drin bei eBay Kleinanzeigen. Okay. Ach, das wissen Sie gar nicht? Nee, ich weiß, dass es in Woka, das war die Festnetznummer. Bitte sagen Sie nicht dieses Wort! Bitte sagen Sie nicht dieses Wort! Ich glaube, wir vergessen das Ganze. Hören Sie stets auf Ihre Frau, die weiß genau, was richtig ist. Ja. Vergessen Sie das Ganze. Ich werde das niemals vergessen. Danke für diese wunderschönen Minuten. Jo, tschüss. Au! Moinsen, ich melde mich wegen Ihrer eBay-Kleinanzeige der Massage. Boah, grüß dich. Hallo. Bitteschön. Was sind deine Fragen? Es ist in der Wellness-Massage klingeln. Einfach vorbeischauen und dann wir Frau, ob es dir gefällt oder nicht, kannst du halt nachschauen. Das klingt, als wäre ich in der Stammwäscherei meines Onkels herausgekommen. Ach, nee, bist du nicht, aber wenn du willst, kannst du unser Stammkunde werden. Haben Sie Schnupfen? Nee, Snoopin. Willst du vorbeikommen oder nicht? Sie klingen, als hätten Sie unanständige Dinge vor. Ich habe einen sehr verspannten Rücken. Ich arbeite auf dem Bau. Ja, hallo? Ja, ich bin. Mhm. Ja, in der Stadt ist doch, okay? Reden Sie mit mir? Ich rede mit ihr, aber sie hat mir angerufen, oder? Das klingt, als wäre ich nicht der Einzige, mit dem Sie am Tag telefonieren würden. Das gibt mir ein ungutes Gefühl. Ja, aber warum du rufst mich an? Dann, einfach so. Nein, ich möchte eine Massage. Ja, es ist Massage hier. Ja, ach Mann, ich muss das alles dann... nee, ich fühle mich nicht individuell behandelt. Mann. Stoeto. Ich melde mich wegen Ihrer eBay-Kleinanzeige dem Hund. Ja? Ich habe eine relativ simple Frage. Das ist jetzt wirklich der 6. Anruf dieser Art und ich suche verzweifelt immer noch. Ist Versand auch möglich? Nein. Sie klingen exakt gleich wie die anderen. eBay Kleinanzeige, ich habe da nie eine Anzeige. Ich habe Welpen, aber nicht im eBay Kleinanzeige. Wo denn dann? Im Markthof. Markt.de und dann habe ich deine Tierwelt.
Aber das ist lebendige Hunde, das ist kein Versand. Meine Tochter braucht dringend einen Hund zum Geburtstag. Ich sitze im Knast. Ich kann den nicht persönlich vorbeibringen. Nein, nein. Wo wohnen Sie dann? Ich wohne auf der Budapester Straße 6. Im dritten Stock. Ja, in welcher Stadt? Dresden. Ach so. Nee, 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 nee. Und Ihre Tochter? Ach so, nee, also momentan wohne ich auf dem Hammerweg. Na, mir ist egal, Sie sagen mir Versand, ich sage, wo muss na, ich weiß nicht, wo meine Tochter momentan ist, ich habe kein Besuchsrecht. Ja. Ich wurde mehrmals handgreiflich, deswegen, ja. Ja, das interessiert mich nicht, nein. Welpe ist lebendig und das wird nicht versandt, das wird bei uns ja, der besucht. Bestimmt nicht lange. Bei mir wird das vor Ort besucht und angeschaut. Ich schaue dann die Menschen an. Ich kann nicht jeden Menschen den Welpe verkaufen. Ich erzähle das 3 Monate lang und dann, nein, nein, nein. Also wenn er 3 Monate durchkäme, das wäre länger als der davor. Welche davor? Der Hund davor? Ist das dünnes Eis? Bitte? Ist das ganz dünnes Eis? Ihr Gesprächspartner ist zurzeit. Hallo, hier ist die Mobilbox von... Und? Hallo? Mahlzeit, ich melde mich wegen Ihrer eBay-Kleinanzeige, dem Deckkater. Genau, richtig. Ist der Gute noch zu haben? Meinst du, ob er frei ist? Wie auch immer. Ja, ich verkaufe den ja nicht. Das ist ja nur, ich biete den ja nur zum Decken an. Ja, ja, genau das meine ich. Ich meine, darf ich Ihnen kurz mein Problem schildern? Ja. Ich bin gerade dabei, meine Wände neu zu streichen. Und ich habe jetzt schon die 4. Rolle benutzt. Aber keine davon deckt richtig von der Farbe her. Und da habe ich jetzt darüber nachgedacht, den Kater einzuspannen. Wenn er schon ein Deckkater ist, heißt es ja dann, dass die Farbe effektiver arbeitet, oder? Vermutlich, ja. Also selbstverständlich würde ich... Nein! 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 Ah! Ah!